Meine Ausrüstung und persönlichen Gegenstände wurden gemäß Transportvorschrift Abschnitt 2 verstaut. Wenn ich mich wiederholen darf, es ist mir eine Ehre, für den Chaostrupp ausgewählt worden zu sein. Ihr seid nur auf General Gazas Wunsch hier. Nun, ich bin hier. Also können wir beide nur das Beste aus der Situation machen. Ich werde mir sämtliche relevanten Akten und Aufklärungsberichte für unseren nächsten Einsatz ansehen und einprägen. Wenn mir Ungereimtheiten auffallen oder ich glaube, dass ich noch etwas hinzufügen kann, werde ich einen vollständigen Bericht 587b verfassen. Vergesst doch die Berichte. Wenn ihr mir etwas sagen wollt, dann sagt es mir einfach. Wie ihr wünscht. Entschuldigt bitte, kann ich einen Moment eure Aufmerksamkeit beanspruchen? Schießt los, Dawn. Was wollt ihr? Mein Dienst in der republikanischen Armee ist daran gebunden, dass ich die Personalabteilung regelmäßig über meine Aktivitäten unterrichte. Meine Missionen beim Chaostrupp sind jedoch geheim und dürfen der Personalabteilung nicht enthüllt werden. Ich möchte euch bitten, für mich zu bürgen, wenn ich Bericht erstatte. Habt ihr eure Loyalität nicht schon längst bewiesen? Darüber muss die Personalabteilung entscheiden. Wir sollten den sicheren Holocom des Schiffs benutzen. Captain Kalor, hier Elara Dawn. Personalnummer 22795. Ich melde mich gemäß Verordnung 449. Bitte, Ilara. Ihr müsst mir das nicht jedes Mal runterbeten. Ich weiß, wer ihr seid. Wie läuft es? Ganz gut, Sir. Erlaubt mir, euch den Kommandanten des Chaostrupps vorzustellen, mein neuer Vorgesetzter. Sir, das ist Captain Kalor von der Personalabteilung. Ich glaube nicht, dass Dawn ihre Loyalität noch weiter beweisen muss. Oh, wir sind alle stolz auf Ilara. Das ist reine Routine. Erzählt mir von eurem Dienst im Elitetrupp der Republik, Ilara. Ihr habt sicher viel zu tun. Tut mir leid, Captain, aber ihr seid nicht autorisiert, von den Aktivitäten des Chaostrupps zu erfahren. Mein Kommandant wird fortan für mich bürgen müssen. Wie bitte? Ilara, ich will nicht zu streng werden, aber Regeln sind nun mal Regeln. Dieser streng geheim Unfug zieht da nicht. Es ist, wie es ist, Captain. Sprecht mit General Gaza, wenn es euch nicht passt. Das werde ich wohl müssen. Diese Situation ist inakzeptabel. Macht einfach euren Dienst, Ilara. Wir setzen unser Gespräch fort, wenn ich mit meinen Vorgesetzten geredet habe. Kalor, Ende. Ich hätte nicht gedacht, dass er dermaßen verärgert reagieren würde. Er hat doch nicht etwa erwartet, dass ich ihm streng geheime Informationen zukommen lasse. Was soll man auch von einem Soldaten erwarten, der nicht kämpft? Dem muss ich widersprechen. Kriege werden nicht nur im Kampf, sondern auch auf organisatorischer Ebene gewonnen. Und für beides braucht es Spezialisten. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich noch um etliche Dinge kümmern. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Nach unserem Gespräch mit Captain Kalor war ich unnötig schroff zu euch. Ihr wart mir eine große Hilfe. Leider habe ich da schon ganz andere Erfahrungen mit republikanischem Personal gemacht, seit ich übergelaufen bin. Ich wäre kein guter Kommandant, wenn ich mich nicht um meine Leute kümmern würde. Das weiß ich zu schätzen. Die Leute misstrauen mir, sobald sie mich reden hören. Das liegt wohl an meinem Ton. Und wenn ich nicht als Spionin verdächtigt werde, werde ich als Informationsquelle missbraucht und über die imperiale Kultur, Militärprotokolle und wichtige Persönlichkeiten ausgehorcht. Einfach ermüdend. Ihr könntet auch in einer Zelle sitzen und dort ausgequetscht werden. Ihr habt recht. Ich habe eine einmalige Chance erhalten. Misstrauen und Unbehagen sind ein kleiner Preis für ein reines Gewissen. Mir tut es nicht im geringsten leid, zur Republik übergelaufen zu sein. Trotz meiner Vergangenheit durfte ich dem Militär beitreten, Auszeichnungen sammeln und im Elitetrupp der Republik dienen. Ich kann mich glücklich schätzen. Was hat euch überhaupt dazu bewogen, die Seite zu wechseln? Lasst uns später darüber reden. Ich habe genug eurer Zeit beansprucht. Verzeihung. Darf ich euch eine persönliche Frage stellen? Es geht um die abtrünnigen Ex-Mitglieder des Chaostrupps. Wie war es, als euer Kommandant und eure Kameraden sich dem Feind angeschlossen haben? Wie habt ihr euch gefühlt? Ich war schockiert. Darauf war ich nicht vorbereitet. Tavus und die anderen haben ihre Pläne sicher gut geheim gehalten. Ich habe mich immer gefragt, wie meine Familie wohl auf die Nachricht reagiert hat, dass ich übergelaufen bin.
Es war sicher nicht leicht für sie. Dieser Teil eures Lebens ist nun Geschichte. Konzentriert euch auf die Gegenwart. Leichter gesagt als getan. Die Mitglieder der Dorn-Familie machen sich schon seit Generationen einen Namen in der imperialen Armee. Das ist eine wichtige Familientradition. Es ist nicht leicht, sich einen Namen im Imperium zu machen, wenn man nicht empfänglich für die Macht ist. Meine Familie hat es geschafft. Hoffentlich geht es ihnen gut. Ihr habt das Imperium verraten. Möglicherweise musste eure Familie den Preis dafür zahlen. Sie stehen jetzt sicher unter Beobachtung, so wie ich auch. Aber ich bezweifle, dass sie exekutiert wurden. Das Imperium mag grausam sein, aber es ist nicht so irrational, wie ihr annehmt. Ihr habt eine recht beeindruckende Karriere hinter euch, wenn ich das anmerken darf. Ihr kommandiert den elitärsten Trupp der gesamten Republik. Ihr müsst stolz auf euch sein. Ich möchte Tausende von Männern befehligen, nicht nur einen Trupp. Ich vermute, dass euch der Dienst als Kommandant des Chaos-Trupps später die Wahl aus einer Vielzahl von Kommandopositionen ermöglicht. Ich erinnere mich noch an den Tag, als ich mich einschrieb und für die medizinische Laufbahn qualifizierte. Mein Bruder Alexei qualifizierte sich am selben Tag für die technische Laufbahn. Wir waren beide stolz, endlich der imperialen Armee zu dienen. Mein Bruder machte schnell Karriere, aber ich wurde mit der Zeit immer desillusionierter. Gehört Alexei noch zur imperialen Armee? Soweit ich weiß, ja. Wenn er die Dinge nur so gesehen hätte wie ich. Die imperiale Armee sollte für Ehre und Disziplin stehen. Aber meine Vorgesetzten warfen diese Prinzipien über Bord, sobald ein Sith es von ihnen verlangte. Mir wurde immer eingetrichtert, dass die Republik aus völkermordenden Heuchlern bestünde. Aber sämtliche Gewalttätigkeiten wurden immer nur von meinen Kameraden ausgeübt. Habt ihr versucht, etwas zu ändern? Oder seid ihr sofort übergelaufen? Ich habe meine Bedenken mit meinen Vorgesetzten besprochen, aber sie zweifelten an meinem Verstand. Kurz darauf hätte ich sicher Befehle entgegen meines Gewissens befolgen müssen, um meine Loyalität zu beweisen. Also entschied ich mich zum Überlaufen. Ihr habt hoffentlich ein paar Imperiale auf eurer Flucht ausgeschaltet. Ich hielt es für das Beste, einfach unauffällig während der Nachtpatrouille zu verschwinden. Ich habe mich der ersten republikanischen Patrouille gestellt, deren Weg ich kreuzte, und meine Überlaufabsichten erklärt. Das ist nun schon über 3 Jahre her. Schon merkwürdig, wie lange es bereits her ist. Die Republik ist mir wirklich zur Heimat geworden. Ich muss dringend mit euch sprechen. Ich habe eine ungewöhnliche Holonachricht empfangen, die imperiale Signalcodes aufzuweisen scheint. Ich habe sie mir noch nicht angesehen. Ich wollte, dass ihr dabei seid, um mich zu beaufsichtigen und zu bestätigen, dass ich nicht in geheime Kommunikation mit imperialem Personal verwickelt bin. Wie konnten die Imperialen euch eine Nachricht schicken? Ich habe keine Ahnung, es sollte unmöglich sein. Finden wir heraus, was hier los ist. Elara, ich bin es. Alexei, ich hoffe, dir geht es gut. Ist schon eine Weile her. Alexei? Die Nachricht ist von meinem Bruder. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr müsst nichts sagen. Hören wir uns zunächst den Rest der Nachricht an. Tut mir leid, dass ich dich auf diese Art kontaktiere. Aber ich brauche deine Hilfe. Meine Männer und ich, wir sind so gut wie tot. Wir sitzen auf Nar Shaddaa fest. Wir haben uns in eine Angelegenheit der Hutten eingemischt und wurden dabei erwischt. Wir haben einfach ihre Sicherheitsvorkehrungen unterschätzt. Diese Hutten sind Verbündete des Imperiums, Elara. Es gibt kein Rettungsteam. Man wird uns verleugnen und dem Tod überlassen. Bitte. Du bist meine einzige Hoffnung. Wir können imperialem Personal nicht helfen, Elara. Es gibt keine Regel, die es uns verbietet, dem Feind zu helfen, solange er nicht gegen die Interessen der Republik handelt. Ich glaube, dass ich ihn für unsere Seite gewinnen kann. Ich kenne meinen Bruder besser als jeder andere. Ich kann ihn überreden, überzulaufen. Vielleicht ist es am besten, wenn ich mich allein darum kümmere. Alexei wird leichter zu überzeugen sein, wenn er sich nicht in der Unterzahl wähnt. Ich gehe hier ein gewaltiges Risiko ein, Dorn. Lasst mich nicht hängen. Das werde ich nicht. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Die Koordinaten werden am Ende der Nachricht durchgegeben. Ich bereite meine Ausrüstung für die Such- und Rettungsaktion vor. Die Operation war ein voller Erfolg.
Gemäß Vorschrift 23 der Richtlinien im Umgang mit dem Feind ist Alexei offiziell zur Galaktischen Republik übergelaufen. In Anbetracht der Umstände hatten wir nicht viel Zeit, uns zu unterhalten, aber ich habe meinen Bruder zurück. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, ihm zu helfen. Seid ihr euch sicher, dass es sich nicht um einen Trick des Imperiums handelt? Ich bin mir ziemlich sicher. Mein Bruder hält uns nicht zum Narren. Hoffentlich erlaubt mir die Personalabteilung den Kontakt zu Alexei. Natürlich nicht privat. Und lässt mich ihm beim Überlaufen helfen. Ich sollte ihm einige Notizen schreiben. Habt nochmals Dank. Es tut mir leid, dass ich euch belästigen muss, aber ich habe eine besorgniserregende Nachricht von Captain Kalor bekommen, meinem vorgesetzten Offizier aus der Personalabteilung. Ich soll ihn augenblicklich kontaktieren. Ich hatte gehofft, dass ihr bei der Unterredung anwesend sein könntet. Kalor sollte wirklich langsam Ruhe geben. Mit etwas Glück hat er sich entschieden, unsere Situation mit mehr Vernunft zu betrachten. Captain Kalor, hier Elara Dorn. Personalnummer 22795. Ich melde mich wie befohlen. Immer der gleiche Sermon. Jedes Mal. Tja, also gut, danke, dass ihr euch meldet, Elara. Es geht um die Sache mit eurem Bruder. Ihr habt sicher gute Arbeit geleistet, aber es werden Gerüchte laut, dass ihr mehr wisst, als ihr zugebt. Der Chaos-Trupp hat keine Zeit für eure sinnlosen Anschuldigungen. Es tut mir leid, dass meine Arbeit euch sinnlos erscheint, aber es ist meine Arbeit. Elara, wenn ihr Informationen habt, die ihr mir mitteilen möchtet, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Ich weiß das Angebot zu schätzen, aber ich habe keine weiteren Informationen, die für euch von Bedeutung wären. Also gut. Ich habe noch Arbeit. Kalor, Ende. Er will immer noch mehr. Nach allem, was ich getan habe. Was muss ich denn noch tun, um mich zu beweisen? Wir haben im Moment wichtigere Dinge zu tun. Jawohl. Ich könnte eine andere Beschäftigung gut vertragen. Entschuldigt, ich brauche eure Erlaubnis, um Ausrüstung für mein Medikit anfordern zu können. Ich habe die Sachen nach Wichtigkeit geordnet. Alles ist mit unserem Anteil laut Versorgungsvorschrift 18 vereinbar. Aber die Einträge weiter unten auf der Liste können gegebenenfalls warten. Ihr sollt doch mein hübsches Gesicht auf Vordermann halten können. Danke, Sir. Eure Gesichtszüge sind tatsächlich würdig, erhalten zu werden. Gebt es zu, Dorn. Mir könnt ihr nicht widerstehen. Ganz so weit würde ich nicht gehen, Sir. Ich sollte jetzt diese Anforderung abschicken. Könnte ich euch kurz unter vier Augen sprechen? Ich möchte nur, dass ihr wisst, dass ihr mir viel bedeutet. Ihr habt mir weitaus mehr geholfen als irgendjemand sonst. Und aus diesem Grund bin ich gezwungen, euch zu fragen, ob ihr ähnlich empfindet wie ich. Ich halte euch für eine wunderbare Frau, Elara. Es ist nur... Personalverordnung Abschnitt 2 verbietet romantische Verhältnisse innerhalb des Personals, besonders bei vorgesetzten Offizieren. Ich würde gern mehr Zeit mit euch verbringen, aber ich möchte die Arbeit des Trupps nicht negativ beeinflussen. Das könnte ein riskanter Zug sein. Andererseits... Personalverordnung Abschnitt 1 sieht gemeinsam verbrachte Zeit als dienlich an. Der Einfluss interpersonaler Kompatibilität auf die Leistung der Einheit wird ausdrücklich als positiv betrachtet. Wir sollten wohl wieder zur Tagesordnung übergehen, aber ich denke, das ist die richtige Entscheidung. Ich habe immer noch Bedenken wegen Captain Kalor und seiner Anschuldigungen. Wenn die Personalabteilung denkt, dass ich Informationen über das Imperium zurückhalte, kann sie mich weiterhin über Sicherheitsverordnung 15 belästigen. Ich glaube, wenn Männer wie Kalor tun könnten, was sie wollen, würde ich schon in einer Zelle sitzen und bis ans Ende meiner Tage jede Einzelheit der imperialen Kultur rezitieren. Ich lasse nicht zu, dass man euch das antut, Elara. Danke. Ich schätze alles, was ihr für mich tut. Manchmal frage ich mich schon, ob ich ungerecht bin. Ich gehöre zu den wenigen Personen in der Republik mit umfangreichem Wissen über die imperiale Kultur.
Vielleicht habe ich die Verantwortung, das zu tun, was nur wenige andere können, auch wenn mir etwas anderes lieber wäre. Dieser Trupp braucht die Besten, also euch, Dorn. Und nirgends wäre ich lieber. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mich anzuhören. Es ist gut, jemanden zum Reden zu haben. Es ist mir immer ein Vergnügen, Zeit mit euch zu verbringen, Ilara. Danke. Ihr seid sehr rücksichtsvoll. Ich habe meine Ergebnisse beim Diensteignungstest 2-mal geprüft und kann melden, dass ich ab sofort wieder einsatzbereit bin. Der Chaos-Trupp ist viel besser in Form, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin bereit, wenn ihr mich braucht. Sir, wenn ihr vielleicht einen Augenblick Zeit hättet? Ich möchte euch nur wissen lassen, wie glücklich ich bin. Seid ihr auch glücklich? Ja, definitiv glücklich. Das freut mich zu hören. Seit ich zur Republik kam, habe ich mir nicht die Zeit für persönliche Beziehungen genommen. Bis jetzt. Wenn ich bei euch bin, bin ich weder Deserteur noch Geheiminformant. Ich kann einfach ich selbst sein. Wie wär's mal mit einer freizügigen Krankenschwester oder einer Huttensklavin? Oder der Botschafterin von Zeltron? Vielleicht besprechen wir das ein andermal, wenn ihr nicht ganz so nachdenklich seid. Wir haben schon viel zusammen durchgestanden, nicht wahr? Seit ich beim Chaos-Trupp bin, habe ich mehr Kämpfe gesehen und mehr medizinische Hilfe geleistet als in meiner gesamten Karriere davor. Ich habe sehr viel gelernt. Für den Chaos-Trupp gibt es noch viel Arbeit. Oh ja, viele Gelegenheiten, meine Fähigkeiten noch weiter auszubauen. Ich bin überaus stolz darauf, dem Chaos-Trupp anzugehören. Ich diene der Republik und meine Fähigkeiten als Soldat und Sanitäter werden jeden Tag besser. Und ich muss euch für all das danken. Die meisten Offiziere hätten mir diese Gelegenheit nie gegeben, aber ihr habt es getan. Danke. Ihr habt es verdient, Ilara. Mehr muss man dazu nicht sagen. Oft liegt ein weiter Weg zwischen Verdienen und Bekommen. Ich schulde euch meinen Dank. Genug geredet. Lasst uns unsere Erfahrung bei der Arbeit anwenden, ja? Sir, es gibt da eine sehr wichtige Angelegenheit, die eurer sofortigen Aufmerksamkeit bedarf. Ich habe zahlreiche Berichte und Personaldokumente entdeckt, die von den anderen Truppmitgliedern nicht aktualisiert wurden. Ich habe die Dokumente auf Datenpads gesammelt. Ich schlage vor, dass die anderen sie außerhalb des Schiffs ausfüllen. Ein Ortswechsel ist sicher ein Anreiz, langweilige Berichte zu vervollständigen. Klingt, als hätten wir das ganze Schiff für uns. Ja, es sieht fast so aus, oder? Bitte entschuldigt mich einen Moment. Also, von seinen vergangenen Berichten zu schließen, wird Jorgen seine Aufgaben am schnellsten erledigen. Ich schätze, mindestens 73 Minuten. Glaubt ihr, dass wir in dieser Zeit eine produktive Beschäftigung finden, Sir? Am besten fangen wir gleich damit an. Sehr gerne. Es wäre wohl vermessen zu hoffen, dass der Rest des Trupps bald wieder mit den Berichten hinterherhängt. Müssen wir wieder an die Arbeit gehen? Dorn! Verdammt, wo seid ihr? Ich schätze, unsere Zeit ist erst einmal um. Das war fantastisch. Wir sollten nicht zu lange bis zum nächsten Mal warten. Ich frage mich, ob ihr kürzlich Nachrichten von Captain Kalor erhalten habt. Seit der Sache mit Ridu habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen. Ich schätze, Kalor hat seinen idiotischen Kreuzzug endlich aufgegeben. Der Mann ist fest entschlossen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er aufgegeben hat. Ich habe versucht, ihn wegen meines Standardeinsatzberichts zu kontaktieren, aber man sagte mir, er wäre wegen eines wichtigen Auftrags nicht im Büro. Ich werde den Verdacht nicht los, dass ich Teil dieses Auftrags bin. Ich will es lieber nicht herausfinden. Was auch immer Kalor tut, wir kommen damit zurecht.
Wir haben auch so schon genug zu tun. Ich sollte mir keine Gedanken über Probleme machen, die vielleicht gar keine sind. Tut mir leid, dass ich euch belästigt habe. Gehen wir wieder an die Arbeit. Ich muss etwas loswerden. Unsere Arbeit ist gefährlich und natürlich ist die Zukunft immer ungewiss. Was ihr auch sagen wollt, sagt es einfach. Ich liebe euch. Wir riskieren jeden Tag unser Leben und ich kann keinen Moment mehr verstreichen lassen, ohne euch zu sagen, wie sehr ich euch liebe. Und ich dachte, ihr wollt mir etwas Unangenehmes sagen. Tut mir leid, ich wollte euch nicht beunruhigen. Ich habe etwas für uns. Eine Menge Nachforschung war nötig und zahlreiche Hologespräche mit sehr einflussreichen Leuten. Formular 3578K autorisiert uns offiziell zu einer gegenseitigen romantischen Beziehung. Ich hatte gehofft, wir könnten es gemeinsam unterzeichnen. Wir sollten kein Formular ausfüllen müssen, um eine Beziehung zu haben. Ich dachte, ihr wisst mittlerweile, dass ich lieber alles nach Vorschrift mache. Nun denn, jetzt, wo das erledigt ist, dachte ich mir, ich meine, wenn ihr Zeit habt. Der Krieg kann warten. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagt. Meine Güte, es gibt so viele Gründe, euch zu lieben. Ich kann mich kaum entscheiden. Treten wir gemeinsam der Galaxis gegenüber. Ich fürchte, ich muss einen kurzen Urlaubsantrag einreichen. Es geht um Kalor. Er versucht, ein Schlupfloch im investigativen Berufungsverfahren unter Abschnitt 4 zu nutzen, um seine Anhörung ohne neuen Grund wieder zu öffnen. Ich denke, es ist Zeit, diesen Abschaum mit dem geräumigeren Ende einer Luftschleuse vertraut zu machen. Das wird nicht notwendig sein. Ich werde Kalor nicht die Zeit lassen, um seine Untersuchung weiter fortzusetzen. Ich gehe nach Coruscant. Ich habe jede Nachricht, jeden Bericht und jeden Ruf aufgezeichnet. Es ist Zeit, Kalors Vorgesetzten zu zeigen, was genau sein Dienst an der Republik erreicht hat. Ich werde euch begleiten. Wenn mein Wort euch stützt, könnt ihr nicht scheitern. Das ist ein sehr freundliches Angebot. Aber darum muss ich mich alleine kümmern. Einen Kriegshelden mitzubringen, würde wie eine Ablenkungstaktik aussehen. Ich kehre so schnell wie möglich zurück. Ich habe den Befehl zu berichten, dass ich, Alara Dorn, Personalnummer 22795, nicht länger als verdächtiges Individuum eingestuft bin. Die Personalabteilung der Armee der Galaktischen Republik hat erklärt, dass ich mit sofortiger Wirkung als vollständig geschützte, legale Bürgerin zu behandeln bin. Das sind tolle Neuigkeiten, Alara. Ich freue mich wirklich sehr für euch. Ohne die Unterstützung von euch allen hätte ich das nicht geschafft. Kalor war völlig überrumpelt. Als ich laut Dienstvorschrift 1 von meinem Recht auf eine direkte persönliche Anhörung Gebrauch gemacht habe, war er sprachlos. Ich habe Aufzeichnungen über jeden Moment seiner sinnlosen Untersuchung präsentiert. Als die Manntage und Ausgaben zusammengerechnet waren, kam man auf Tausende von Credits, die in Kriegszeiten verschwendet wurden. Ich nehme an, Kalor arbeitet nicht mehr für die Personalabteilung. Darüber habe ich keine Informationen, aber ich nehme an, ihr habt recht. Ich kann nicht glauben, dass der Tag endlich gekommen ist. Der Verdacht, die Vorbehalte, die endlosen Fragen, sie waren so lange Teil meines Lebens, doch jetzt nicht mehr. Ich bin Bürgerin der Galaktischen Republik. Das muss sich anfühlen, wie ein ganz neues Leben zu beginnen. Das tut es. Und ihr seid da, um es mit mir zu teilen. Ich war noch nie stolzer, der Republik zu dienen. Kehren wir an die Front zurück. Ich will wieder meine Rolle erfüllen. Ich könnte auch etwas Nervenkitzel vertragen. Ich stelle meine Ausrüstung zusammen. Ich frage mich, wie das Leben wohl ist, wenn der Krieg endlich zu Ende ist. Ich weiß einfach, dass irgendwann Frieden herrschen wird, aber... Kennen die Leute im Imperium überhaupt die Bedeutung dieses Wortes? Aber ja, im Imperium kommt der Frieden dann, wenn alle Gegner vernichtet sind.
Das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass ihr hier bei mir seid. Was die Zukunft auch bringen mag. Ich will, dass ihr ein Teil meines Lebens seid, was auch kommt. Ich will für immer mit euch zusammen sein. Wir sind jetzt schon zusammen. Wieso nicht auch später? Das ist es ja, was ich meine. Wir sind jetzt zusammen und das wird sich vermutlich nicht so schnell ändern, also... Wieso machen wir es nicht offiziell? Also außer ihr seid an einer Hochzeit nicht interessiert. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Heiraten wir. Ich liebe euch. Es soll richtig offiziell werden. Eine Militärzeremonie, Gala-Uniform. Glaubt ihr, General Garza würde die Trauung vornehmen? Ich bin sicher, wir können sie überreden. Das hoffe ich. Sie hat so eine autoritäre Stimme. Vorerst lasst euch versichern, ich gehöre euch. Jetzt und auf ewig. Das reicht jetzt mit dem Liebesgeflüster. Wir müssen einen Krieg gewinnen. Ja, die Pflicht ruft. Ich liebe euch. Also, ich will ja nichts überstürzen, aber würdet ihr eines Tages gerne Kinder haben? Ich rede natürlich nicht von der näheren Zukunft, aber vielleicht eines Tages. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Um ehrlich zu sein, mir war das vorher auch noch nicht in den Sinn gekommen. Ich glaube, ich wäre eine ausgezeichnete Mutter für unsere Kinder. Ich könnte ihnen alles beibringen, Medizin, Biologie, Rechtskunde. Ich könnte ihnen sogar von ihrem tapferen und edlen Vater erzählen, der aus der spießigen Imperialen, die keiner leiden konnte, die glücklichste Frau in der Galaxis gemacht hat. Das klingt nach einer guten Geschichte. Aber so verklemmt seid ihr gar nicht. Nun, ich habe vergessen zu erwähnen, dass dieser Mann auch ungewöhnlich geduldig ist und großzügig. Und natürlich gut aussehend, sehr gut aussehend. Wie ich schon sagte, ich glaube, das ist kein Schritt, den wir allzu bald gehen werden. Aber eines Tages...